Hallo ihr Süßen, meine Monatsbox ist da. Ich habe mir vom Buchmädchen die Monatsbox gegönnt und ich würde sagen, wir schauen mal zusammen rein. Ich weiß es nur nicht, ob ich es richtig rum habe. Das werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich habe ich es für immer falsch rum. Gucken wir mal. Geh auf! Sei brav! Boah, Hilfe! Ich brauche da noch ein Fitnessstudio. Ja, falsch rum. Jedes Mal. So. Aber jetzt. Schön. Also wie immer mit der schönen Karte. Das finde ich ja so niedlich. Schaut mal, diese Holzdinger. Sind die nicht süß? Also ich finde die mega. Mega, 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 mega niedlich. Mal vorsichtig zur Seite, dass nichts dran kommt. Oh. Ich bin so gespannt. So, so, so gespannt. Ganz vorsichtig. Runter. Da kommt schon was. Ja, was bist du denn? Ah, nein, runterfallen ist ungerecht. Oh, ich glaube, das ist wie eine Lunchbox oder so. Cool. Sag ich euch gleich. Wo sind wir da erstmal weiter? Ah, da drin ist die Kerze. Kerze, ich habe dich gesehen. Die besten Geschichten findet man zwischen den Zeilen. Ja, das stimmt. Ups. Da reindrücken hat sich ausgedrückt. Du. Ist die Kerze. Wonach riechst du denn? Irgendwann nach Kirsche. Oder sowas. Voll lecker. Oh. Oh, riechst du lecker. Ich glaube, die muss ich bei Gelegenheit mal anzünden. Die riecht wirklich lecker und ein bisschen nach Kirsche. Aber ich bin super schlecht im Erkennen von Düften. Also wenn ihr die Box auch habt und besser wisst, wonach das riecht, dann sagt mir das bitte. Ich will mich ja immer nicht so gerne blamieren, aber manchmal schaffe ich es trotzdem. Das Buch packt man gleich aus. Ich habe noch mehr. Jawohl, da drüben. Ha! Ha! Ah! Pick-up. Choco and Milk. Hm. Muss ich mal probieren. Außer es wird dann wieder geklaut. Meine Eltern sind ja dann manchmal bei Süßigkeiten recht verfressen. Ey, abhauen macht man nicht! Ah, der Begleitzettel für die Kerze. Kommt her. Oh, Werbung. Ganz böse. Ganz böse Werbung. Ha, da finde ich ja immer was. Da ist bestimmt auch Werbung dran. Schau mal gleich rein. Kommt auch nochmal Werbung. Ach, komm her. Komm her. Komm her, sei lieb. Oh. Zeige ich gleich alles noch genauer. Mal gucken. Aha, ich wusste es doch. Oh, ein Kürbis. Auch ist der niedlich. Und was bist du? Ask me about my books. Ah, Notizzettelchen. Sehr gute Idee. So, habe ich jetzt alles oder versteckt sich da noch irgendwo irgendwer? Wenn noch irgendwo jemand ist, bitte melden. Gut, dann schauen wir uns alles nochmal in Ruhe an. Also gerade habe ich ja den Kürbis gefunden. Ich zoome mich jetzt mal ein bisschen ran. So, also so ein niedlicher Kürbis. Der wird bei mir auch garantiert verdekot. Der ist so putzig. Dann hatte ich ja gerade gefunden, diese Notizzettel. Ja, nicht das denn. Box ist es ja nicht wirklich. Halt das Notizzettel-Ding. Oh Mann. Die zwei kleinen Schätzchen waren ja obendrauf. Die finde ich auch so süß. Muss ich dann auf jeden Fall in Deko verwandeln. Schoki. Immer gut, wenn man einen Naschi dabei hat. Muss ich wieder etwas rauszoomen, sonst könnt ihr das nicht erkennen.
Also, dann haben wir hier einmal Werbung. Könnt ihr auch alles auf meinem Blog dann nochmal in Ruhe euch angucken. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Unten ja, jault ja danach was rund. So. Interessant, oder? Gucken wir mal. Aber wie gesagt, könnt ihr alles auf meinem Blog in Ruhe angucken. Da wollten wir ja noch zusammen reingucken. Na? Ah. Schick, schick. Oh, lang. Langer Text. Aber wie gesagt, könnt ihr alles dann auf meinem Blog euch nochmal in Ruhe durchlesen und angucken. Kerze habt ihr ja schon gesehen. Und riecht so lecker. Wie gesagt, ich muss noch rauskriegen, nach was es riecht. Das räumen wir da ein bisschen zur Seite. Haben wir dann noch dieses Dings, das aussieht wie eine Brotdose. Kann man hier, glaube ich, irgendwo aufmachen. Oder, nee, muss man runterschieben. Okay. Bist du eine Brotbox? Ah ja, kann man als Brotbox benutzen. Also das hat hier so eine Dichtung. Sehr schön, kann man also als Lunchbox benutzen. Das ist immer gut, wenn man sowas hat. Mache ich das Dings hier da drüber, dann kann es mir nicht aufgehen. Ah, geht ein bisschen was vom Holz ab. So, husch. Und jetzt schauen wir uns die Hauptperson an. Das Buch, Schatzi. Das ist... Schön und Metallic-Effekt. Schaut mal. Richtig cool. Sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Das ist der Rücken, auch mit Metallic-Effekt. Und auch auf der Rückseite ist Lack. Und auf den Klappentext zoome ich euch jetzt mal, den lese ich euch dann gleich vor. Gigi Graham hat 3 Ziele. Sich für die Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen qualifizieren, olympisches Gold gewinnen und aus dem Schatten ihres berühmten Vaters treten, der eine Hockeylegende ist. Dafür braucht Gigi Hilfe von Luke Ryder. Der neue Co-Kapitän des Hockeyteams musste mit seiner Mannschaft an die rivalisierende Brier-Universität wechseln. Da Luke es geschafft hat, sich bei Gigis Vater in die Nesseln zu setzen, erklärt er sich bereit, Gigi zu helfen, in die Nationalmannschaft zu kommen, wenn sie bei ihrem Dad ein gutes Wort für ihn einlegt. Und obwohl die beiden ihre Beziehung professionell halten wollen, wird die knisternde Spannung zwischen ihnen immer stärker. Klingt doch gut, oder? Ich bin gespannt. Jetzt zeige ich euch noch den Farbschnitt. Achtung, fertig. Schön, oder? Kann auch so drehen. Schön. Die Farbe ist ein Traum. So ein schönes Blau. Wow. Also passt auch perfekt zum Cover. Und ich fand's so hübsch. So, so hübsch. Ich hoffe, dass es mir auch ähnlich gut gefallen wird. Und jetzt räume ich hier erstmal mein Chaos auf. Und dann zeige ich euch nochmal den kompletten Inhalt der Box auf einem Bild. Dann bis gleich. So, hier seht ihr nochmal alle meine Artikel aus meiner Monatsbox auf einem Haufen und ich bin wieder sehr, sehr zufrieden. Ich bin so glücklich und das Buch ist so hübsch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei meinem Unpacking und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!